Adrian Scheffels, ich bin Direktkandidat hier für den Wahlkreis 103 Solingen, Remscheid, Wuppertal und ich bin 24 Jahre alt, ich bin Student und zwar studiere ich Politikwissenschaften in Köln im Master. Ich habe meinen Bachelor in Wuppertal gemacht, dort habe ich Wirtschafts- und Politikwissenschaften studiert und ja, ich bin 24 Jahre alt, schon seit meiner Schulzeit aktiv und mir war es immer sehr wichtig, egal wo ich gerade war, egal ob an Uni, an der Schule oder so, politisch aktiv zu sein und vor allem mit anderen Jugendlichen dann meistens aktiv zu sein. Und hier in Solingen war ich auch, bin ich auch kommunalpolitisch aktiv. Seit 2014 sitze ich in der Bezirksvertretung in Ohligs auf der Höhe Merscheid und habe da auch politische Erfahrungen gesammelt. Okay. Der erste Begriff, ich sehe, ich zeige dir nochmal kurz, Achtung, Videoüberwachung. Ja, Videoüberwachung ist ein Thema, über das jetzt wieder gesprochen wird. Wir haben die Diskussion schon etwas länger. Was ich hier besonders prägnant finde, ist, dass vor allem Experten und auch gerade aus der Ecke der Polizei wird immer wieder gesagt, es hilft nicht, Straftaten zu verhindern. Es hilft nur, möglicherweise sie hinterher aufzuklären, aber auch das ist fraglich. Und wir halten nichts von Videoüberwachung. Wir stellen uns gegen Videoüberwachung am Graf-Wilhelm-Platz oder sonst wo in unserem Wahlkreis. Wir finden eher, dass sie die Sicherheit halt nicht erhöht, sondern für uns ist wichtig, soziale Sicherheit zu schaffen, indem wir Absicherung schaffen, indem wir den Menschen Perspektiven geben. Und ich glaube, das ist wirklich das, womit man eine Gesellschaft schafft, in der sich Menschen sicher fühlen. Und Videoüberwachung, ich glaube, auf lange Frist führt das eher zu Unsicherheit. Okay, jetzt sehe ich hier einmal Autobahn. Da fällt mir als erstes die Privatisierung der Autobahnen ein, wo wir uns dagegen stellen, also was ja jetzt gerade im Bundesrat so nebenbei mal eben beschlossen wurde, wo wir als Linke sagen, wir sind gegen eine Privatisierung nicht nur der Autobahnen, sondern generell von öffentlichem Eigentum. Wir finden, es gibt Sachen, die müssen in öffentlicher Hand sein, sonst funktioniert das nicht, weil sie öffentlich gebraucht werden, weil sie einfach notwendig sind für eine Gesellschaft. Dazu gehören Autobahnen, sie müssen in öffentlicher Hand bleiben und vor allem sollen eben auch die Profite nicht outgesourced werden. Und da gibt es ja mittlerweile genug Berechnungen, die immer wieder sehen, wenn man diese Private-Public-Partnerships macht, diese PPP-Projekte und da private Investoren mit reinholen, dann gehen die Gewinne an Private und bleiben nicht bei der Gesellschaft. Okay, jetzt habe ich hier Fachkräfte. Okay, ich sehe ganz verschiedene Fachkräfte von Polizei, Feuerwehr, alles Mögliche dabei. Ja, also ich denke, da geht es jetzt darum, um Fachkräftemangel, den sogenannten. Die Frage ist, ob wir wirklich einen Fachkräftemangel haben in Solingen oder in Deutschland. Also ich denke, was wir wirklich brauchen, sind mehr Jobs. Und da müssen wir wirklich investieren, der Staat muss investieren und mehr Geld in die Hand nehmen für Ausbildungen. Wir müssen vor allem auch die Unternehmen in die Pflicht nehmen, dass sie wirklich wieder stärker ausbilden. Denn es ist ja so, dass gerade die größeren Unternehmen heutzutage nicht mehr ausbilden. Unser Vorschlag ist dort eben anzusetzen und zu sagen, Unternehmen werden verpflichtet auszubilden. Und wenn sie das nicht tun, dann müssen sie quasi eine Abgabe zahlen in einen Fonds, der dann wieder verteilt wird, sodass insgesamt der Anreiz entsteht, für Unternehmen wieder auszubilden und wir so mehr Fachkräfte auch hier in Deutschland wieder kriegen. Okay, jetzt habe ich Einkommenssteuer, vereinfachte Einkommenssteuererklärung. Ich denke, es geht um Steuersystem, um Einkommenssteuer. Ja, da haben wir Vorschläge, wir haben da ein ziemlich detailliertes Konzept vorgelegt. Ich denke, ich habe mich auch mit den Konzepten anderer Parteien durchaus beschäftigt. Ich denke, unseres ist wirklich sehr detailliert. Was wichtig ist, denke ich, ist, mit diesem Mythos aufzuräumen. So, wir als Linke wären die Partei, die irgendwie mehr Steuern von allen nimmt und wir würden irgendwie Geld einsammeln von allen und damit unsere Wahlkampfversprechen oder sonst was finanzieren, sondern uns geht es tatsächlich um eine Entlastung, nicht nur niedriger, sondern auch vor allem mittlere Einkommen und nur eine Belastung von besonders hohen Einkommen. Also das bedeutet, dass alle, die 7.100 Euro brutto im Monat verdienen oder weniger, würden nach unseren Konzepten entlastet, hätten mehr Geld am Ende des Monats und alle, die mehr als 7.100 hätten, müssten mehr bezahlen. Jetzt ziehe ich hier einen Zettel mit einer privaten Frage. Familienstand ist die Frage, das ist ja gut, das habe ich in der Vorstellung auch noch nicht gesagt. Ich bin seit 9 Jahren in einer glücklichen Beziehung, also auch schon seit meiner Schulzeit. Und ja, wir wohnen zusammen, Maike heißt sie und ich bin super glücklich. Und ja, wir wohnen zusammen, haben 2 Katzen und einen Hund, keine Kinder.